Servusle, grüßt euch. Willkommen zurück bei Portal Knights mit eurem Bobbeslem im Voucher. Ich bin ganz kräftig am Farmen hier. Ich will doch unbedingt dieses kleine Mini-Haustier vom Wurmboss. Ich hab's noch nicht bekommen. Lohnt sich aber für mich trotzdem hier zu sein, weil der ja solche Kupferblöcke blockt, droppt. Die brauchen wir ja für unseren Bau, ne? Für unser Hotel, hätte ich jetzt fast gesagt. Wo ist denn die fette Made? Das habe ich nämlich aus den Kommentaren gelernt, dass die fette Made getötet werden muss. Und mehr braucht es eigentlich nicht. Zack. Geht natürlich mittlerweile ganz schnell. So, jetzt liegt er da hinten rum. Das ist natürlich bescheuert, bis ich da bin. So, dauert es ein bisschen länger. Aber trotzdem, ich will dieses Haustier unbedingt haben. Ne? Ich sammle doch auch die Haustiere, die verschiedenen, die es gibt. Und den habe ich noch nicht mal gesehen, seit ich das Spiel spiele. Ja, ja, komm. Hier fliege ich jedes Mal rein. Jedes Mal in diesen einen Doppelten, statt dass ich stehen bleibe. So, komm, hol den großen Wurm raus, Digga. Lass dich nicht lumpen. Wo ist die? Wo ist der Riesenwurm? Natürlich wieder am anderen Ende der Welt. Ja, ja, ist gut, ist gut. So, jetzt, wo fliegt er jetzt hin? Jo, jetzt fliegt er gut. Ich bin gespannt, ob man das mal irgendwann sehen, das Haustier. Also ich würde es mir wünschen. Jetzt kommt rein Schlag. Jo! Es lässt sich ja gut farmen, wenn man mal so weit über dem Boss ist, ne? Aber jetzt die große Chance. Da ist wieder keins dabei. Der Voucher kriegt es nie. Rezept für roter Kristallblock? Das weiß ich noch nicht mal, ob ich das schon habe. Habe ich das schon? Jo, das haben wir schon. Eigentlich haben wir alles von dem Boss, außer sein Haustierle. Das will er nicht hergeben, ne? So, jetzt verbauen wir kurz die Kupferblöcke und da möchte ich so ein bisschen unterwegs gehen. Viel habe ich nicht gemacht. Ich habe nicht viel Ingame-Zeit gehabt seit dem letzten Clip. Aber... Palmbucht? Wieso Palmbucht eigentlich? Ah, das ist die Welt danach, alles klar. Naja, dann gehen wir mal Palmbucht. Es gibt ein Event, das gerade offen ist, das machen wir dann. Machen wir mal gemütlich, suchen uns vielleicht noch ein kleines Dungeon. Ich möchte ein bisschen schnetzeln. Wir sind Level 22, wir haben noch 10 Portale nicht geöffnet. Also 10 offene Portale trennen uns noch, vor dem Erfolg alle Portale aufzuhaben. Die würde ich auch gerne verkürzen, diesen Abstand. Jetzt gehen wir aber erstmal ganz kurz heim, verbauen das Zeug, schmeißen unser Inventar leer. Und dann machen wir einfach eine gemütliche Runde heute, weißt du? Dann droppen wir ja wahrscheinlich auch Portalfragmente und dann können wir auch die anderen Portale aufmachen. So kommen wir Stück für Stück zum dritten Boss. Waffentechnisch haben wir uns erst ausgerichtet, ausgerüstet. Die wichtigen Tools haben wir auch gemacht. Hier, das kann ja jetzt zum Beispiel mal weg hier. Das da brauche ich auf keinen Fall. Das andere können wir einräumen. Ich weiß leider nicht mehr, wo ich was hatte. Da muss ich mich erst wieder ein bisschen zurechtfinden. Hier haben wir also irgendwelche Mob-Sachen. Da war nichts dabei. Da sind ja noch mehr Rezepte. Rezept für Zauberkugel, ich glaube, die habe ich auch schon und den Arkanenspiegel haben wir auch schon. Die kann ich jetzt erstmal wegmachen. So, ich sollte mir irgendwann mal einen Händler suchen. Also wir haben eigentlich hier nur zwei Sorten, die wir einräumen können. Einmal hier den roten, habe ich gesehen. In die Kiste packen Erze haben wir. Die müssten hier drin gewesen sein. Die müssten hier drin gewesen sein. Jo, das sind sie. Ich habe auch schon wieder eine Gruschelkiste angelegt irgendwo, ne? In die Kiste packen. Den verbauen wir gleich und dann haben wir irgendwo noch Stoff. Irgendwo war noch eine Kiste mit Stoff. Hier war auch eine Gruschelkiste. Erzkiste. Hä? Gerade eben. War die nicht hier irgendwo? Bestimmt die letzte. Immer da, wo man zuletzt schaut. Alles klar. In die Kiste packen. Dann sind wir soweit hergerichtet. Setzen wir kurz die Blöcke außen. Ich zeige euch noch kurz die Treppe. Das ist das Einzige, was ich nach der letzten Folge so ein bisschen weiter ausgebaut habe. Meine wallende Treppe. Die wird jetzt langsam wirklich wallend. Ne, hier habe ich die Kupferblöcke drin und seitlich. Und deswegen lohnt sich also auch der Boss immer noch. Da müssten die Treppen eigentlich gesetzt sein. Weil der droppt immer 10 so Blöcke. Und dann brauche ich die nicht auch noch herstellen, weißt du? Wenn ich da eh bin, bis ich das Haustier habe, mache ich das so. So, jetzt habe ich hier noch 12 Stück. Naja, dann machen wir hier mal, siehst du, da fehlen nämlich wieder welche. Machen wir hier mal 3 noch hin. Und so wird der Turm Stück für Stück höher. Es wird vor allem langsam auch cool, weil die Welt wird immer kleiner um uns herum hier unten, weißt du? Finde ich schon toll. Jetzt haben wir hier noch 2, die hauen wir hier drauf. Dann kann ich wieder Stein nachsetzen. Oh, das war nix. Wautsch, das war nix. Da. Ah, fast hätte ich ihn noch erwischt. Verdammt, muss ich auch nochmal runter. Ey, schon wieder. Ich sollte es einfach so machen, wie ich es immer mache. Mit dieser einen Feststelltaste hier am PC kann man das natürlich viel besser machen mit dem Bauen. Indem man einfach... Nein! Man muss natürlich auch was auswählen, ist klar. Ey, wo fliegen die ganzen Blöcke hin? Ist der da reingeflogen? Nö. Komische Geschichte. Wo ist der jetzt hingeflogen? Ein Block fehlt mir, das ist egal, ist nicht so schlimm. Ach, der liegt noch da oben drauf. Dann geh hin, bevor er despawnt. Juh, haben wir noch erwischt. So, ne? So mache ich es normalerweise. Alles klar, Leute. Schauen wir mal, welches Event uns heute erwartet. Knochenbande. Wo findet das ganze Ding statt?
Ach, da gehen wir einfach hin. Ein bisschen schnetzeln, vielleicht finden wir auch noch so ein kleines Souvenir, ne, das man an die Wand hängen kann. Diese Köpfe, Kopfsouvenirs. Da möchte ich auch später mal alle haben. Und vor allem Portale öffnen. Wie sieht es eigentlich aus mit unseren Portalfragmenten? Bobbesle, gib uns mal einen Überblick. Können wir schon wieder was bauen? Jo, grüne können wir machen. Zwei Stück. Rote. Ein. Das ist nicht wirklich viel, ne? Rot und grün. Alles klar, müssen wir halt jetzt schauen. So, was soll ich denn hier machen? Oh, das sind aber viele. Besiege 10 ätzende Knochen und bla. Ja, aber trotzdem, ein bisschen rumschnetzeln will ich jetzt. Ich kann es ja dann nachher fertig machen. Jetzt hauen wir uns erstmal hier so ein bisschen mit denen. Ah, das ist auch noch so eine doofe Welt hier, ne? Da habe ich so ein komisches Ding gebaut. Alles klar. Hier, ätzender Knochen. Ich habe gehört. Wo bist du? Ja, was ist denn hier jetzt los? Was ist denn hier jetzt los? Er müsste eigentlich tot sein. Er ist tot. So. Nee, jetzt ist er tot. Jetzt haben wir ihn erwischt. Gefrorene Knochen und ätzende Knochen, ne? Das ist hier das Ziel, alles klar. Rumsteh-Talent ist aktiv. Alter, wo kommt denn ihr jetzt auf einmal her noch? Drei Stück. Ja gut, auf dem Level geht's, ne? Da brauchen wir uns jetzt so einen Kopf machen. Aber der ist noch fit. Er hat's überlebt. Hier, guck. Haben wir ein bisschen was zum Looten. Mana-Tränke, die wir nicht brauchen. Heiltränke. Können wir eigentlich einen nehmen, dann geht's schneller, ne? Wenn wir sie schon da haben, die Jungs. Alles klar, weiter geht's. Komm, hier stehen sie dicht an dicht. Schön, dieses Spalten macht mir unheimlich Spaß mit dem Krieger. Guck mal, er trifft nämlich alles, was da um ihn rumsteht. Ist eigentlich kein Spalten, sondern mehr so ein... Ich hau alles, was kommt. Okay, hier müsst ihr ein bisschen rausbobbeln. Die machen nämlich auch Schaden. Ist nicht so, dass die nur so da rumstehen. Oh Gott, das wird schon wieder so eine knappe Geschichte hier. Ah, jetzt haben wir's. Sehr schön. Und sie droppen rote Portalsteine, habe ich gerade gesehen, Fragmente, die wir ja auch dringend brauchen. Ne? Also eigentlich ist es gerade eine gute Geschichte, dass wir das machen, weil danach können wir nämlich wieder Portale öffnen, denke ich mal. Wenn hier noch welche sind. Bei kleinen Welten ist halt wirklich das Problem, wenn sie so dicht beflügelt sind oder bewachsen sind. Da oben ist ein Lapilazuli-Papagei. Da kann man leider nicht viel machen. Also es ist eine begrenzte Anzahl halt an Mobs nur auf der Karte, ne? Muss man auf den Despawn warten. Aber das habt ihr ja schon mitgekriegt wahrscheinlich. So, komm, hau den. Der kleine 16er hier, der macht uns jetzt erstmal keine Angst. Was ist mit dir? So, wieder ein bisschen einsammeln. Siehst du, EP gibt's auch. Wir haben ja noch 8 Level vor uns, bis wir das Ende der Levelstange erreichen. So, auf geht's. Mach ihn platt, mein Blatt. Sehr schön. Wie viel haben wir jetzt? Immerhin schon 7 Mobs kurz platt gemacht. Da trinkt man wieder einen Schluck. So, weiter geht's. Ja, einfach so ein bisschen zocken. Weißt du, heute zocken wir so ein bisschen vor uns hin. Jetzt haben wir ja schon gebaut gerade, ne? Wir haben immerhin 10 Blöcke gesetzt. Ja, jetzt müssen wir halt mal schauen. Das ist halt so viel gleichzeitig, was man machen kann. Was für eine Sammlung? Was fehlt dir denn in deiner Sammlung, Alter? Mumie, außergewöhnliche Zähne gesehen. Bitte bringen Sie mir ein paar Exemplare. Nehmen wir mal an. Sehr schön. Bitte meldet euch. Ich kann kaum erwarten. Ach, der will antike Zähne. Aber hier gibt's doch keine Mumien. Gibt's hier Mumien? Wenn ich Mumien finde, bringe ich dir was mit, ist klar, Alter. Hier wieder ein dichtes Aufkommen an Mobs, Alter. Hier muss man natürlich ein bisschen... Oh, das sind jetzt zu viele. Das sind zu viele, das wird nicht so einfach. Weil die halt auch alle Effekte machen hier, ne? Zieh dir das mal rein. Welches Level haben eigentlich die? 24. Sind sie über uns, ne? Wir sind 22. So, jetzt musst du kurz weg. Madame, weg. Trink was. Alterle. Jo, ganz, ganz wichtig, dass wir jetzt so einen Move hier machen. Ich hab mich verklickt, ne? Passiert beim Vouch. So, jetzt drauf. Ey, guck mal, das ging doch voll gut. Also der Krieger, muss ich sagen, am Anfang habe ich so ein bisschen Angst gehabt, dass wir tatsächlich mit ihm irgendwann auf der Strecke bleiben. Gar kein Problem. Mittlerweile ist es kein Problem. Der Krieger macht Spaß, er macht Laune und er macht seine Arbeit, ne? Anfangs war der ein bisschen schwieriger, fand ich. Ein Ei und ein gelbes Portalschäfer. Hier könnte doch eventuell mumientechnisch was sein, oder? Nö. Wobei ich hier natürlich die Steine abbauen kann. Die brauche ich für den Turm, wenn wir schon mal da sind. Was brauchen wir noch? 5 gefrorene und 4 ätzende. Ja, das kriegen wir jetzt auch noch hin. Dann nehme ich jetzt hier nur ein paar Steine. Da ist so eine Mumie. Ja, super. Komm her. Wir brauchen deinen Zahn. Da ist der erste Zahn. Hey, komm, da können wir die Quest fertig machen. Gehen wir mal hier rein. Hallo. Oh.
Ist natürlich jetzt gerade ein bisschen dunkel. Ich wollte eine Fackel setzen, dann haben die mich hier schon überrascht, die Jungs. Der zweite Zahn, da brauchen wir nur noch einen. Das Ei kann man nicht essen, gell? Ich esse gerne Eier, so ist nicht. Wie ist das alles gewesen hier? Hallo? Eine Mumie noch. Dann sind wir happy und zufrieden und glücklich. Arctula! Arctula und Made! Ich mache dann, glaube ich, zum Schluss nochmal den Boss. Irgendwann muss ich doch das Haustier mal bekommen. Wie lange habt denn ihr das probiert, bis ihr den hattet? Ey, ist das hier größer, als ich gedacht habe, oder? Ich will noch eine Mumie haben, hallo. Hier wäre eine Fackel. Ich höre Wasser rauschen. Ey, komm, eine Mumie muss doch noch irgendwo sein, oder? Mumie. Hier nochmal rein. Hallo? Nö. Oh, komm schon. Komm schon, wir brauchen nur noch eine Mumie. War ich hier schon drin, Leute? Waren wir hier schon drin? Das ist doch nicht das Mumienparadies. Vielleicht muss ich mich hier durchgraben. Ich nehme natürlich gleich Kohle mit. Brauche ich nämlich auch noch zum Teil, um Steine zu färben. Nee, hier ist nichts. Hier ist nichts. Mumienfreies Gebiet. Alles klar, schnappt er die Fackel. Hey, vielleicht finden wir doch noch irgendwo eine. Ich weiß, dass ich so Zähne daheim habe. Ne? In unserer Basis haben wir solche Sachen noch. Da könnte doch jetzt aber noch Mumiele. Mumie kann man, glaube ich, nicht badisch sagen. Mumiele. Eine Mumiele hört sich irgendwie dappig an, Alter. So, kommen wir porten uns hoch, machen wir die Quest fertig. Wir können ja nachher nochmal runter gucken, vielleicht spawnt eine nach. So, Hallöle. Voucher, mein Name. Und Bobisle, seines Zeichens oder ihres Zeichens, Kriegerin. Hier. Hier ist wieder eine ganze Ration. Au, A-I. Vielleicht kriegen wir ja auch noch so eine Glitzerkugel, weißt du? Ja, manchmal droppen bei Event-Mobs, ne? Ich habe aber auch noch gar nicht in den Inventar geschaut, ob wir nicht vielleicht schon eine haben. Ja, die Grünen machen mir gerade hier ziemlich Ärger. Oh oh, oh oh, oh oh. Alter, hör auf, mir weh zu tun, Digga. Einmal kurz runterschlagen lassen, weißt du? Aber wir haben es ja alle platt. Das ist okay. Ob ich es jetzt einzeln pull und immer nachreck oder ob ich einmal durchgehe und es dann komplett reck, ist ja eigentlich wurscht, ne? Sieht jemand eine Glitzerkugel? Nee, zwei Zähne haben wir. Das kann schon mal weg. Das brauche ich sowieso nicht. Jetzt hauen wir uns die Heiltränke rein. Das Ei kann auch weg. Der Mana-Drank kann weg. Wir machen ja noch nichts mit Sprüchen und so, ne? Also Mana-mäßig. Yo, wir sind voll geladen. Voll geballert sind wir. Da unten war es Mumienparadies, ne? Ist aber nur ein Vogel unten. So, da oben sind wir da. Hey, wir brauchen ja fast keine mehr. Was ist denn das hier? Nicht, dass da so eine blöde Qualle da rauskommt. Vanguard! Hoppla. Ja, Alter, bist umsonst runtergekommen. Ich wollte nämlich gerade hoch eigentlich. Ah, da ist gleich wieder so ein Grüner. Ich glaube, ich mache erstmal die Grünen weg. Viel Schaden, wenig Leben. So, tschüss. Jetzt bist du dran, gefrorener Knochen. Dein Ende naht. Dein Ende naht. Dein Ende naht. Ich werde wahrscheinlich den Questgeber gar nicht mehr wiederfinden. Hier ist noch ein Portalsteinfragment. Nehmen wir natürlich mit. Ich weiß gar nicht mehr, welche Farbe wir brauchen als nächstes. Wo ist denn der andere hin? Hallo? Ey, in dieser Welt wird es hier auch mal hell. Da unten waren wir, gell? Waren wir hier drin? Ich glaube, das war das Mumienparadies. Dann schauen wir mal hier noch in die Lücke. Hallo? Ne, hier waren wir, Leute. Da unten ist aber auch hell. Dann gehen wir da mal rein. Hangard! Hallo? Es wird ganz vorsichtig hier reingeschnipst. Da ist doch eine Mumie, oder? Oder war es ein Arctula? Da ist eine Mumie. Da sind ganz viele Mumien. Hiermit haben wir die Quest erledigt. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch den Questgeber finden. Sehr schön. Sehr schön. Wir haben sogar mehr Zähne, als wir brauchen. Jetzt muss man den Questgeber finden. Wo finden wir den jetzt? Na, guck mal hier. Jetzt haben wir sogar einen Mumienüberschuss. Ah, da ist auch ein Dings drin. Ein Bombenkuber da unten. Ah, ist halt so ein halbes Dungeon. Egal, jetzt gehen wir hoch und suchen den Questgeber. Den werden wir finden. Und wir brauchen nur noch 4 und 2, ne? 4 ätzende. Naja, dann haben wir heute mal ein ganz normales Event gemacht. Portalsteinfragmente gedroppt. Jetzt sehe ich natürlich keine Mobs mehr. Das meine ich mit der kleinen Welt, weißt du? Hier ist noch ein Papagei, den kein Mensch braucht. Wo war denn der Questgeber? Wo war der Questgeber? Nein! Wow, knappe Geschichte, Alter. Das habe ich übrigens mal probiert. Da kam doch der Tipp, dass man ganz schnell die Map aufrufen soll, wenn man mal ins Nirvana stürzt. Ne? Ganz schnell hier und dann hier drauf drücken. Ich habe es 2-3 Mal probiert. Ich bin zu langsam. So, komm, hier will ich eigentlich hinhopfen. Jawohl, perfekt. Super hoch. Wo ist der Questgeber?
die Null. Wo bist du? Das ist der Vorteil an kleinen Welten, dass man sie eigentlich schneller finden sollte. Guck mal, hier haben wir doch angefangen, ne? Das heißt, ich laufe jetzt hier einfach mal ums Karele. Ums Karele rum. Was ist denn eigentlich hier hinten? Hallo? Irgendwelche Mobs da? Nein, nur der Papagei. Der Papagei, der wartet auf uns, aber wir werden ihm keinen Besuch abstatten. Niemals, nie! Hier ist eine Schlucht. Sag mal, wir sind ganz am Anfang über diese kleine Brücke gehüpft, ne? Habe ich die hier gebaut? Ah, guck, die sind nachgespawnt. Sehr schön, dann machen wir die gleich. Schalalum, schalalim. Hau ihn zu Brei! Und du musst deine Waffe gleich schärfen, Madame. Mach das mal. Nochmal, nochmal, nochmal. Und wieder hin. Yay, gefrorener Knochen. Ah, das sind die, von denen haben wir die meisten schon. Okay, der ist platt. So, hier sind wir rüber. Dann haben wir uns hier durchgekämpft und irgendwo da vorne müsste der Questgeber eigentlich sein. Schalalala. Ätzender Knochen, das ist wichtig. Jawohl. Gefrorener, ätzender, gefrorener, ätzender. Nehmen wir beide. Einmal außen rumgezirkelt hier. Jawohl, durch. Und tschack. Also, er macht schon Spaß. Und ich freue mich. Ey, können wir nicht die Dings bauen, Leute? Wollten wir uns nicht ein Schwert bauen? Fällt mir gerade ein. Muss ich gleich gucken, ob wir da jetzt mittlerweile das Level haben dafür oder nicht. So. Ei, da gucken wir jetzt schön. Das war Amboss 3, ne? Goldene Feier. Ah, noch ein Level. Ein halbes eigentlich nur noch. Das bauen wir uns. Das ist klar, sobald wir 23 sind. Dann skillen wir auf Schwert und dann schauen wir uns das mal an, wie das läuft. Wo ist der Questgeber gewesen? Questi, wo warst denn du? Wir haben dich gesucht und nie mehr wieder gefunden. Questi, wo warst denn du? Hier muss der irgendwo gewesen sein. Ah, da hinten, glaube ich, ne? Kann das sein, dass er da hinten stand? Hier so? Nee, hier nicht. Oder stand er gar oben? Geh mal hoch, geh mal gucken. Hallo? War hier ein Questgeber? Nein, hier war nicht. Ey, was das angeht, da hätten wir eigentlich einen Punkt auf dem... Achso, da gibt's gar kein Minimap. Voucher! Voucher! Ja, die Minimap! Hier gibt's gar kein Minimap. So, machen wir die halt erst platt. Wir finden den schon noch. Haben wir noch Zeit, ja. Aber die Zeit verfliegt, wenn man so zockt, gell? Ja, ja, ist gut. Au, 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 weg. Zurück. Gefroren hat noch einen Hammer schon alle. Wir brauchen nur noch Ätzende eigentlich. Also den hier und danach noch einen. Sehr schön. Alles eingesammelt, EP eingesammelt, das ist ganz wichtig. Naja, noch die Hälfte, wenn wir die Quest abgeben, Leute, dann können wir ganz viele EPs einstreifen. Hier war er, glaube ich, oben, oder? War der überhaupt oben? Oh, da hinten ist wieder eine... Da ist er, wir haben ihn, yay! Wunderbar, sie sehen genauso aus, wie ich sie mir vorgestellt habe. Vielleicht kriegen wir eine Glitzerkugel. Im Austausch für... Naja, gut, ist okay. Alles klar, haben wir aber ein bisschen EP bekommen, wobei wir noch viel mehr bräuchten. So, jetzt haue ich hier nochmal das alles Blatt, was hier so rumsteht. Der Gefrorene, den brauchen wir ja eigentlich nicht. Guck mal, wie geil das ist, wie die überall dann halt Damage macht, weißt du, an allen. Das ist halt schon cool. Hier ist wieder einer Blatt. Und hier ist wieder einer Blatt. Das ist schon geil. Also so macht's Spaß. Das mag ich halt am Krieger. Deswegen habe ich bei World of Warcraft, wo ich noch gezockt habe, auch so gern getankt, weißt du. Mittendrin stehen, Schild, Schwert und ab. Wobei die jetzt noch nicht mal ein Schild hat hier, die Arme, ne? Bam, bam, die Quest haben wir auch fertig, dieses Event hier. Ja, ja, ist gut. So, dann hauen wir die EP noch rein. Ja, guck mal, jetzt haben wir richtig fett EP schon bekommen. Den holen wir uns auch noch. Ah ja, super, haben wir die Event fertig, haben wir die Quest fertig. Guck mal im Investarium. So, pass auf, wie viele Portalsteinfragmente haben wir denn? Wow, das hat sich gelohnt, 6 rote. Ein grünes. Gelb braucht man ja eigentlich nicht mehr. So, wie sieht es jetzt hier aus, übersichtsmäßig? Wir könnten ein rotes, aber grün ist halt schade. Schadele. Weil hier brauchen wir... Was braucht man hier für eine Farbe überhaupt? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ey, haben wir das schön gemacht. Hier geht es im Prinzip weiter. Lass uns mal hinreisen. Ruscheln wir uns hier noch die letzte Ding durch. Ziel wäre jetzt noch ein kleines Portal aufzumachen. Dann Level 23 zu werden. Das Schwert zu bauen. Und uns durchzuboxen. So. Klimmertal. Das Klimmertal. Hier ist auch, glaube ich, ein Dungeon, oder? Sollen wir da einfach mal hingehen? Da sind Araktulas drin. Weiß nicht, ob ich das so lustig finde. Schauen wir uns an. Ja, wir bräuchten Grün. Wir haben aber kein Grün. Und die droppen ja Rot, haben wir das letzte Mal festgestellt hier, ne, die Jungs? Schattenrittermeister, der mit dem Licht spielt. Ein wandelnder Lichtschalter. Geh weg. Oh, der schießt, der schießt, der schießt, der schießt. Ach, guck mal, und schon sind wir nicht mehr allein hier, ne?
Wenn wir merken, es wird knapp, holt man sich gleich mal Kumpels. Gut, EP hat er gebracht. So, tschüss, Bombe. TNT-Rezept. Ey, wie kommt man da rüber? Kann ich hier hüpfen, ohne dass wir drauf gehen? Ja. Also wir haben keinen grünen. Da gehen wir mal hinten in die Hütte rein von dem. So, den machen wir noch platt. Sehr schön. Ja, vielleicht kriegen wir das eine Portal noch auf. Dann hätten wir es auf 9 verkürzt. Alter, der macht aber auch Schaden hier, der Kleine. Der macht gut Schaden hier mit seinem Eiszeugs, ne? Hat jemand gesehen, ob da was Grünes ist? Das sah für mich nicht so aus. Jetzt Araktula, Achtung, Bobesle, ne? Baby! Gut, die Babys, die sind schnell kaputt normal. Aber die nicht, die lebt nicht. Ja, komm runter, Alter. Wie soll ich dich da oben runterfischen sonst? Da war ein Grünes. Aber hier ist kein Dungeon, oder? Hier ist kein Dungeon-Voucher. Doch, da drüben. La, la, la. La, 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 la. Das ist kein Dungeon, das ist einfach nur eine Hütte, wo der Donnergucker eingebrochen ist hier. Geh raus, Alter. Du schlafst doch innen im Bett. Siehst du, ich kann auch hochsteigen. Wieder ein grünes, sehr schön. Hier geht's nach oben. Dann gehen wir mal nach oben. Schauen wir uns um. Wir schauen uns um im verlassenen Verlies. Ah, hier, guck mal. Da hätten wir ja wunderschön Base einrichten können. Oh, die Tür muss ich mitnehmen. Die brauche ich nämlich für meinen Turm. Die setze ich nämlich die ganze Zeit schon bei mir im Turm. Das war's jetzt hier, ne? Also hier ist eigentlich nicht so wirklich aufregend. Wie viele Grüne fehlen uns denn noch, um Spaß zu haben? Ha, schon noch einige. Das wird nicht ganz reichen. Also 4 brauchen wir. 4 Splitter für einen. Wir brauchen noch 7. 7 Stück bräuchte man noch. 7 Splitter. In der Zeit, das würden wir nicht schaffen. Es sei denn, wir finden hier so eine richtig fette Mob-Ansammlung. Hier runterfliegen wollen wir nicht. Naja, aber das ist immer nur einer. Das ist blöd hier. Das ist etwas doof hier. Auf dieser Welt ist fast nichts los. Lass uns mal auf die Vulkanwelt gehen. Da waren doch die Großtoren. So. Schade, ich habe gedacht, wir kriegen eine Energiekugel, weil die brauchen wir später im Endspiel. Im Endspiel. Erstmal Halbzeit, ne? Obwohl, Halbzeit haben wir schon überschritten. Hier als Mobs und hier kriegen wir jetzt auch unsere grünen Dinger. Guck mal einfach mal. Komm mal her, ihr. Ihr alle gleichzeitig bitte. Bam, bam, bam. Unser Feuer ist natürlich auch nicht gerade die beste Schadensart für uns. Erstmal den Grunzer hier wegmachen. So, Grunzer ist weg. Und die kleinen Raketenwürmer da. So. Alles klar. EP einsammeln, wichtig. Haben die jetzt grüne gedroppt? Ich hab's nicht gesehen. Nee. Ja, wenn nicht, machen wir halt einfach beim nächsten Mal weiter. Vielleicht farme ich uns auch mal ein paar Grüne ran. Weißt du, dass wir einfach wieder ein paar Portale mal aufmachen. Was ist denn da drin in dem Kübel? Kupfer. Da vorne sind noch Mobs. Die machen wir jetzt noch die Reihe. Wenn es dann hinhaut, machen wir noch ein Portal auf. Wenn nicht, machen wir beim nächsten Mal. So, Servus. Ja, da kennen wir nichts. Wir nehmen immer gleich alle auf Einschlag. Oh, der Großtor ist auch aktiviert. Alter, Le Grustor, musst du dich da einmischen jetzt hier in unser Techtelmechtel? Erstmal raus. Auch mal wieder ein bisschen Übersicht schnappen. Oh, das wird eng, das wird eng. So, Tränkchen schnappt. Ja, immer schön gucken, dass sie nicht gerade vor dir stehen. Oh, das wird knapp. Hoppisle, das wird wahrscheinlich nix, Baby. Na doch. Gehen wir aus dem Feuerding raus. Aber ich habe wieder nicht gesehen, dass was Grünes dabei gewesen wäre. Was ist denn da los? Ah, ne. Rote Tropfen, die hier. Sind wir eine Welt zu spät, ne? Muss ich wieder vor in die anderen Welten. Alles klar, Leute. Haben wir eine gemütliche Bastelrunde, hatte ich jetzt fast gesagt. Eine gemütliche Haurunde. Wir haben auf jeden Fall rote Fragmente eingesammelt. Der Miniboss wurde nochmal probiert. Beziehungsweise der Wurmboss. Habe ich nicht aufgepasst. Gut, 290 Gold ist nicht so tragisch. Aber ärgerlich. Dafür ist jetzt der noch fällig hier. Einer muss jetzt noch dran glauben. So, geh mal nicht ins Bett. So, mein Freund. Tschüss, 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 tschüss. Gleich noch einen Heiltrank hinterher gebollert. Alter Schwede. Aber guck mal, wir steigen nächste Runde. Ah, wir werden wahrscheinlich schon mit Level 23 uns wiedersehen. Was ist denn mit dir los, Alter? Seit wann kommt ihr mit hier runter? Hau, wir können hier nichts machen.
Jetzt sehe ich gerade selber nichts mehr. Oh, bescheuert. Heiltränke sind gesperrt. Trink, Bobbes, trink! Jetzt muss er dran glauben. Jetzt hat er nämlich uns geärgert. Geh mal raus, das ist ja Schadensquelle von ihm da. Alter Schwede. Jetzt kommt es drauf an. Ah, der macht Damage, der macht Damage. Hammern. Yo, gerade noch so. Alles klar, wir sehen uns übermorgen wieder, Leute. Dann Level 23, dann bauen wir uns das Schwert. Und dann machen wir weiter, ne? So, freue mich auf euch. Bis dann.